Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um ein interessantes Thema. Und zwar, es geht um die Fortnite-Map, was für eine neue Location kommen soll und wann das Wasser hier abgesenkt wird. Bevor es aber damit losgeht, Freunde, Daumen da lassen nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, checkt die Videobeschreibung ab für günstige Game Keys, die innerhalb von 2 bis 3 Sekunden geliefert werden. Außerdem, Freunde, wäre es auf jeden Fall mega nice, wenn ihr mir auf Instagram folgen würdet. Link unten in der Videobeschreibung oder Fraps-YT einfach suchen. Nun gut, so viel auf jeden Fall dazu. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem eigentlichen Thema des Videos. Fangen wir doch mal mit dem Thema an, dass dieses Wasser hier, was ihr sehen könnt, auf der kompletten Karte abgesenkt wird. Und zwar soll am 1.7. das allererste Mal das Wasser abgesenkt werden. Um wie viel Uhr, kann ich euch noch nicht sagen. Aber ich denke mal, ihr wisst ja selber, dass es die unterschiedlichen Maps geben wird. Und ihr wisst ja selber, dass die, wie soll ich sagen, dass die Map nach und nach halt weniger Wasser verfügbar haben wird. Und da switche ich einfach mal kurz auf meinen PC, um euch etwas zu zeigen. Und zwar hat hier jemand das hier produziert, wie ihr gerade sehen könnt. Freunde, das ist ein GIF, der uns zeigt, wie genau die Map wieder zurückkehren wird. Und ihr seht, Freunde, hier wird auf jeden Fall eine ganz große neue Landschaft entstehen, links oben. Äußerst interessant, sieht auf jeden Fall echt heftig aus. Hier die Plattformen bewegen sich oder irgendwie hier dieser Bereich schwimmt einfach weg. Und generell, es gibt ein paar Bereiche, sage ich mal, die halt dann dementsprechend anders aussehen. Nachdem das Wasser sozusagen abgesenkt wird, wird die Map genau so aussehen. Es sind keine besonderen Veränderungen. Der einzige Unterschied wird sein, dass wir in-game etwas anders sehen. Und zwar, Freunde, ist es so, dass wir in-game dann ein bisschen mehr erkennen können. Beispielsweise gibt es hier jetzt diese Bäume und so und die werden komplett sichtbar sein. Also nicht komplett, aber die ganzen Spitzen werden dann sichtbar sein für uns und aktuell sind die ja theoretisch gesehen unter Wasser, wenn wir das Ganze hier von dieser Location aus betrachten würden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie genau das Ganze hier aufgebaut wird, beziehungsweise was da in Zukunft noch alles auf uns zukommen wird, weil ich denke ja mal, dass sie viele Geheimnisse unter Wasser verstecken werden, die dann mit der Zeit halt einfach aufgedeckt werden. Also ihr seht, von hier ist alles noch fresh, schöner Sand, hier sind noch die ganzen alten Sachen. Also, es wird auf jeden Fall alles wieder so im größten Teil, denke ich mal, zurückkehren, nur mit dem Unterschied, dass es halt noch cooler sein wird und noch cooler aussehen wird. Aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema des Videos und zwar ein neuer Ort, der sich genau unter diesem Strudel befinden wird. Und zwar ist das hier ganz links oben auf der Karte und ich denke mal, diesen Strudel hier unter mir kennt ihr. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter runter gehen und zwar ganz runter, um genau zu sein, dann können wir hier natürlich so eine ganz normale Sicht annehmen. Das bedeutet, wir können alles sehen. Wenn ich ein bisschen weiter hochgehe, dann erkennt man wieder nichts. Aber wenn wir hier unten sind, können wir hier eine riesengroße Plattform erkennen, riesengroßen Bereich, der mit nichts gefüllt ist sozusagen, okay? Und jetzt hat sich herausgestellt, dass diese Location hier drüben, hier auf dieser Seite, ein neuer Ort sein soll. Und zwar wird das Atlantis. Und warum das Atlantis wird, kann ich euch natürlich gerne sagen. Aquaman, Freunde, braucht natürlich auch noch ein Zuhause. Jeder, der den Film gesehen hat, der weiß, dass auf jeden Fall Atlantis dort halt zur Schau gestellt wird, sozusagen. Und der ganze Film handelt eigentlich darüber, wer der König sein soll. Auf jeden Fall soll das hier die neue Location von ihm sein. Das bedeutet, das ist ein riesengroßes Areal. Es wird am Anfang unter Wasser stehen, sozusagen. Also dieser komplette Ort hier. Und mit der Zeit wird das Ganze dann normal rauskommen. Wir werden Atlantis nach und nach sehen, aber nur so ganz leicht. Das heißt, nur von der Oberfläche hier und ganz leicht. Und umso mehr weiter es runtergeht und umso mehr der Meeresspiegel sinkt, umso mehr werden wir halt die Location sehen. Am Anfang ist hier natürlich noch kein Gebäude oder sonst was. Das ist normal. Wie ihr ja sicherlich wisst, Freunde, werden solche Sachen immer nach und nach hinzugefügt. Und wir auch, denke ich mal, erkennen können, die Location ist enorm groß. Im Beispiel, Freunde, hier ist ein Dixie-Klo. Damit ihr so wisst, wie groß dieses Areal hier ist. Das ist enorm heftig groß, Freunde. Deswegen wird hier auf jeden Fall ein riesengroßer Ort reinkommen. Und das Heftige daran ist, Freunde, dass Aquaman ein Boss sein wird hier. Das bedeutet, er wird auch eine mythische Waffe haben.
eventuell vielleicht sein Dreizack, ich weiß es nicht. Aber er wird hier auf jeden Fall der Boss sein, so wie es ihr von Shark und so kennt oder von der Yacht. Und wenn wir ihn dann halt töten, werden wir irgendeine coole Fähigkeit erhalten oder irgendwas Interessantes. Aber auf jeden Fall sollte das hier halt die neue Location sein. Es wird Aquaman als weibliche Version geben, wobei ich persönlich aber denke, dass das, also das sind dann Bots, müsst ihr euch vorstellen. Es könnte sein, dass es mehr Jungfrauen sind, also jetzt nur so ein Gedankenblitz, ich weiß es selber nicht. Aber Aquaman als weibliche Version, weiß ich nicht. Weil in den Ingame-Dateien steht einfach weiblich, also W für weiblich und dann Aquaman. Keine Ahnung, ob tatsächlich Aquaman als weibliche Version kommt, ich denke eher nicht. Aber auf jeden Fall wird hier in diesem Areal Aquaman der Boss sein. Seine Beschützer bzw. die Bots werden dann so halt auch irgendwas mit Aquaman sein, also vielleicht mehr Jungfrauen, wie ich schon sagte. Und das soll hier auf jeden Fall stattfinden. Also das wird äußerst interessant. Ich bin gespannt, wie das Ganze noch umgesetzt wird, aber auf jeden Fall soll es das erstmal mit dem Thema des Videos gewesen sein. Also eure Meinung natürlich wie immer gerne unten in die Kommentare. Ich feiere das. Ich hoffe auf jeden Fall auf so eine coole Location. Ansonsten erwarten wir noch viele weitere Veränderungen hier auf der Seite der Karte und natürlich da weiter mittig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Insel hier vorne, also diese Insel da, soll wegschwimmen bzw. weggleiten von hier ein bisschen weiter nach hinten, während hier dann ein neuer Ort aufgedeckt wird sozusagen. Deswegen bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie genau das Ganze gemacht wird. Und ihr seht, von hier ist der größte Teil eigentlich am Schwimmen. Deswegen denke ich, dass das Ganze easy halt irgendwo rüber geschoben werden kann. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Map-Veränderung. Und dann soll es eigentlich auch schon mit dem Video gewesen sein. Meinung unten in die Kommentare. Ich würde mich verabschieden. Wir hören uns dann soweit im nächsten Video. Haut rein, get a middle flow, euer Fraps. Und ciao.